Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wer ist heute mit dabei? Ich stelle die Leute vor, ganz unten die Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Dann der Jack Fleischhammer. Hallo? Entschuldigung, die Was war der Latenz. Einsatz? Die Latenz, okay. Brain Latenz. Und dann oben der Herr Cocaine. Hallo. Der Herr Cocaine hat hier schon fleißig weitergebaut. Der liebe Ben musste leider weg zur letzten Folge. Das ist unser. Wir haben hier diese Frontwand gezogen und dann ein Haus auf Stelzen oder sagen wir es mal eine Plattform aus Stelzen. Das soll mal unser Haus werden. Ihr habt es ja in der letzten Folge schon gesehen aus diesen Wood Frames. So, folgendermaßen: Ich werde gleich sterben. Dazu lege ich jetzt mal das Inventar. Nein, ich setze erst das Bett. Und dann mache ich, nee, erst mache ich euch, bevor ich sterbe, mache ich euch Schlafsäcke, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und wenn es das Letzte ist. Ja, der Jack ist draußen noch unterwegs. Der ist nämlich etwas später dazugestoßen. Sleeping Der fucking muss hier sleeping erstmal das bag. Spiel wieder neu lernen. Ah, ja, das ist auch, das geht uns nicht anders. Ich finde den Sleeping. Ach, warum ist ein Sleeping Bag ganz oben? Was macht das für einen Sinn? Ich habe im Haus gegenüber ein bisschen Stoff geholt. Stoff habe ich geholt, verstehst du? Da kriegt jeder jetzt erstmal ein Sleeping Bag. Noch ein Sleeping Bag und dann kriegt der Herr Cocaine schon mal sein Sleeping Bag. Sag's doch nochmal. Eins, nee, das Serendipity steht mir vor mir. Mit dem Sleeping Hier, Bag. meine liebe Frau, ein Bettchen. Danke. Der Herr Cocaine kriegt ein Sleeping Bag. Mir musst du keinen machen, ich hab schon zwei in der Tasche gerade hier. Aha, du bist also, da liegt noch einer. Informativ. Und ich stelle mein Bett hin, weil das habe ich drüben als einziges Bett gefunden. Schade, Was ist denn? Pipe-Bombs muss man erstmal Okay, was hast du anzünden. gebaut? Eine Rampe? Ja. Das ist ja cool. Oh, wie stellt man das Bett hier? Jetzt sehe ich es. Nein, ich wollte es nicht drehen. So, jetzt. So. Gut. Und die Schlafsäcke kann man nicht aufnehmen. Man sieht nämlich, ist owned by Serendipity, ist owned by Cooking. Kommen die Zombies hier hoch? Nein. Das war jetzt nur eine Fehlinformation. Nee, ich habe verdurstet, deswegen. Ah, okay. Kann man eine Torch konnte. Okay, weißt du, was wir jetzt mal machen? Es ist zwar gehört zu einem Let's Play nicht dazu, aber wir testen, ob die Sleeping Bags funktionieren. Ja, So. Ja, War teste schön mit mal. Ich euch. teste hier gar nichts. Alle tot. Nee, ich nicht. Ich spring mich da nicht um. Für so einen Spaß hier. Ja. Und funktioniert? Born on my Funktioniert bedroll. einwandfrei. Einwandfrei, sehr gut. Also, wir haben das schon mal. Wow, es ist dunkel, wir sind mitten in der Nacht. Ihr hört draußen die Zombies. Und unserem Kleinen, wir wollen uns nicht mal ein Häuschen bauen. Ab dieser Folge, beziehungsweise im Neustart der Map, wollen wir uns was Eigenes bauen, weil der Herr Cocaine hat schon lange verlangt und ist immer ignoriert worden. Und ich habe ihn letzte Nacht leise heimlich weinen gehört. Ich Und er hat gesagt: Bitte mach was Eigenes. Und dann haben wir gesagt: Natürlich machen wir das. Und wir starten hier zwar neben der Farm, denn hier haben wir so einiges wie Bäume, wie Mais. Und wir haben auch ein großes Feld. Aber Jack ist noch nicht hier, ne? Nee. Jack ist noch nicht hier, Ja, aber gut, das ist ja nicht so schlimm, ist ja nur nachts und draußen sind die Zombies, das kriegt der Jack hin. Ja. So, wir schwierig. haben. ich würde sagen, wir machen ein paar Woodframes, oder dass wir hier ein Dach drüber kriegen. Ich habe kein Ich Holz habe mehr. Ich hab vorhin noch. Holz in die Kiste gelegt, allerdings unten. Unten ist jetzt ganz schlecht. Ja, da kann ich nichts für. Die Hast du noch Kisten standen Brackwasser unten. oder sowas? Weil ich habe keinen Sand bekommen. Nein. Hat dem. Ich Nein. habe vorhin ein Brackwasser. Brackwasser. Das steht unter dem. Das steht. Ah. Und das habe ich in den. In das Feuer gelegt. Hat jemand irgendwie Lehm zufällig aufgesammelt? Nein. Tag. So gut, dann können wir mit dem Schmelzen auch noch nicht beginnen. Wir haben schon mal einen Ofen, ein Feuer, was uns noch nicht viel nutzt. Oh, da hören wir die Hunde. Also, ich würde jetzt einfach ein paar Wooden Frames machen, dass wir schon mal ein Grundgerüst hier Ich hinsetzen. kann dir Öl anbieten und Scrap Iron. Ich mache jetzt einfach mal 7 und Bei mir ist so ein Symbol hier. Biohazard. Dann bist du. War schön mit dir. Echt jetzt? Ja. Aber Wir haben du den merkst, Cocaine Hardcore-Modus leidet mit dir angekündigt. innerlich. Hihihi. Jack ist tot, Jack ist tot. Wie macht man Antibiotika? wie man Antibiotika macht. Ich glaube, aus schimmeligem Brot und noch irgendwas. Also ich habe es selber noch nicht gemacht. Da Diese habe ich Rampe welches finde in ich der klasse. Tasche. Die Rampe finde ich echt gut. Hier ist echt was los draußen. Ja, wir sind mitten in der Nacht, aber wir müssen auch mal so eine Folge aufnehmen. Außerdem für euch ja vielleicht ganz spannend, dass man das mal auch so sieht, welche Probleme hier wir so haben. Und mit dem neuen Crafting-System ist es ja wirklich nicht mehr witzig. Aber wir müssen auf jeden Fall morgen noch Holz schlagen. Ich mache vor allem mal vielleicht noch ein bisschen Licht, oder?
Ja. Trinkt man jetzt nicht mehr ein ganzes Glas aus? Wie, man trinkt nicht mehr ein ganzes Glas aus? Also ich hab noch ein Glas in der Tasche sozusagen und hab's gerade getrunken und hab's immer noch. Leer? Gut. Nee, ist eine gute Frage. Also meins war eben weg, als ich bottled. Ja. Okay. Ich probiere nochmal eine Torch zu machen mit Gras. Ging das so? Nee. Muss man da das Plant Fiber haben, um. Ja, Plant Fibers. Okay, dann probiere ich das mal. Die Bandage heilt aber trotzdem. Ja. Mhm, aber Gronda sagte in der letzten Folge, Du kriegst, wenn du die benutzt, kriegst du einen Buff. First Aid. Hält 30 Sekunden und heilt einen Punkt jede Sekunde. Also es ist nicht so auf heilt Zeit nicht mehr sofort, also. Sondern du wie so ein Trank im Prinzip. Okay. So. Gibt jetzt wohl ein Dings, ne? System hier? In-game, Voice? Genau, das was aber nicht funktioniert. Nicht. Schade, welcher Knopf wäre das? Warum ist denn Jackie eigentlich so laut und Cocaine so leise? Ich bin laut. Im Vergleich zu Cocaine, Dippy, sag du mal was bitte? Ja. Dippy sagt gar nichts. Gut, sie schweigt. Hallöchen, Popöchen, ich war gemutet. Dann ist ja Cocaine heute so leise oder bist du einfach mehr heute ein bisschen stiller? Nee, ich hab nichts am Mikrofon verändert. Also für mich ist er auch nicht leiser als sonst, was eigentlich schade ist. Aber ich muss eben, warte mal, ich muss mal checken, ein bisschen muten. Was? Ein bisschen muten? Check ein bisschen muten, ja. Am besten auf Null stellen. Gut, ihr müsst die Folge damit leben, dass der Ton so ein bisschen unterschiedlich ist. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Normales Cocaine nämlich immer extrem laut im Vergleich zum Rest. Ich habe jetzt aber auch hier nicht laut erstellt oder so. Nee, du bist... Bei mir bist du aber auch sehr laut. Ja, also Jack ist sowieso sehr laut, das stimmt. Jack ist immer sehr laut. Ist ja sehr laut, ne? So. Sehr, was machst sehr du? Laut. Was machst du? Cocaine, das machst du unten. Komm wieder hoch. Ich komm nicht hoch. Spring. Ich kann dich nicht leid retten. Ich habe nichts zum Retten. Tot. Aber du hast ja eine Bedroll. Mal gucken, wo er wieder ist. Da müsste er spawnen. Hier auf diesen... Nee, das ist ja nimmt die dahin, das Cocaine. Da ist er wieder. Was waren das eben? Haben sie dich überwältigt? Schwierig. Gut, ich würde mal... soll ich hier zumachen, die Öffnung, oder war das noch ein zweiter Eingang? Weiterer Tod? Also sie sollten doch erstmal keine Türen setzen, ne? Weil die Türen werden gelockt und solange wir nicht befreundet sind irgendwie miteinander, ja gut, können wir die ja Türen nicht öffnen, außer einschlagen. Du kannst sie manuell ja aufschließen. Wie denn? Na du guckst auf die Tür, dann... und dann sagt die mir locked. Nee. Unten ist eine Tür und ich sag, drücke E und dann ja, sagt die mir locked und die geht nicht auf. Wenn du selber eine Tür setzt, dann kannst du die aufschließen. Dann kann jeder da dran. Auch wenn du nicht befreundet bist. So, okay, ich hab nochmal die Lücke hier zugemacht. Du kannst unten an der nur nichts machen, weil die Gorondor gesetzt hat. Ja. Ach, verstehe. Okay, also er müsste die sozusagen aufschließen, dann könnten wir die benutzen. Genau. Oder er setzt einen Zahlencode drauf. Ich habe jetzt ein Problem. Ich habe nicht genügend Holz dabei, um massiv hier was zu bauen. Ja, ich habe auch alles hier verbaut. Ich habe noch 16 Holz, bin gleich da. Wow. Also wenn du mutig bist, gehst du unten an die Kiste und holst den Rest raus. Ich hab den so ja noch weggemacht. Warte mal. Was jetzt? Nee, also du bist sehr laut und Cocaine im Vergleich ziemlich leise. Selbst zu Serendipity. Deswegen verstehe ich gerade nicht, weil eigentlich... Außer ich habe irgendwas runtergedreht. Oh, Entschuldigung. Ich habe Cocaine gehauen. Ich wollte Warum nicht haust hauen. Du Cocaine? Ist das jetzt ein Zickenkrieg? Ja, genau. Das wird trotzdem gefährlich, Jack, ne? Weil Friendly Fire ist tatsächlich an. Ja, okay, ist gut. Also ich Friendly weiß es jetzt. Friendly Fire ist an? Ja. Hab ich dich gerade verletzt? Es tut mir leid. Schlag nochmal. Nee, du tust mir nicht weh. Naja, wir werden sehen. Friendly Fire ist nicht an. Das muss ein. Kannst mir gerne mit der Axt meine überziehen oder sowas, aber ich meine nicht. Oh, ja, schieß mal, komm. Ich hab keine Munition. Achso, hast keine Munition. Warte, komm her, ich hab eine Axt. Ja, dann bitte. Hau mir einen rein. Hau mich. Wo bist du? Ist egal, einen von uns beiden. Hinter dir. Aua, ich hab aber gerade Schaden gekriegt. Nein, du hast also, aber keine Energie verloren. Nee, ist nicht an. Das Doch, ist, ich habe Energie verloren. Hau mir noch mal eine Cocaine. Doch, ich bin fast tot. Natürlich verliere ich Energie. Moment mal. Ich nicht, weil wir Freunde sind. Das heißt, weil ihr euch nicht gegenseitig befreundet, ist PvP an. Was ist mit diesem Spiel passiert? Ich finde das gut. Ja, Jackie. Gut, weil du... Jackie, komm ruhig her, ist kein Problem. Ah. Oh, ich sehe Jackie. So, ganz ich setze jetzt auf. Ich schleich da mit der Fackel durch den Wald, der Depp. Der Depp. Aber die kommen bestimmt nicht zu euch.
Wie lange ist noch? Warum? 6.32 Uhr? Nee, weil alles ja, voll mit Zombies ist. Ist gleich Tag. Also ihr seht, wir kämpfen noch in der zweiten Folge hier ganz schön mit den Neuerungen rum. Und ich muss sagen, ich bin recht froh, dass wir eigentlich neu gestartet haben, weil das ist ja Cocaine. Sehr kompliziert. Bleib, ja, wo ich du bin bist. Dann gleich tot, ne? Hau ab. Bring mir doch ja nicht die Zombies mit. Ja, pack den Kram aus dem Gürtel unten raus ins Inventar und mach ja, ein bisschen Suicide. Ja, 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 ist eh nur die Axa. Warum soll ich Suicide machen? Weil du dann wieder voll Energie hast. Oder geh runter und nimm noch einen Zombie mit. Ah! Oh, mal. Serendipity, nein! Nein, sie ist tot! Oh, sie ist weg. Ja, stimmt. Ach, Lan, ich hab noch 2 Schuss. Verschwendig auch keiner an dich. Ah! Was? Na, greif mich ja an hier, Cocaine macht hier einen Zickenkrieg, yo. Yo, Zickenkrieg, yo. Was war das? Zickenkrieg, yo. Wie halt einfach die Leitern hier schon fehlen, ne? Dass man nicht mehr hochkommt. Macht echt? Natürlich. Wodurch was? Weil die Zombies gegengekloppt haben? Weiß ich nicht. Sie probieren es aber, das ist interessant. Sie hüpfen auf den kleinen Klotz und probieren. Tibidi, nein, tibidi. Cocaine tot. Na. Ich glaube, nächstes ist Serendipity, die stirbt. Ja. Ach, Quatsch. Das war's denn da. Weiter geht's mit Staffel 15. Genau. Wir fangen einfach noch von vorne an. Übrigens, diese Rampe ist klasse. Die hast du nie gebaut. Das ist ein neues Bauteil. Mhm. Wahnsinn. Was die alles hier einbauen, die Fumpimps. So, wir haben gleich 7. Am 8 gehe ich runter. Im Moment ist mir noch zu gefährlich. Also, ich noch nicht. Wir müssen unbedingt ein bisschen weggelockt. Wir müssen unbedingt ein bisschen Bäume roden hier rundherum. Schon bei, gerade. Oh, ich habe Hunde. Wir sollten ja auf jeden Fall erstmal uns um Wasser kümmern. Ja, das wäre das Allerwichtigste. Das heißt, wir brauchen unbedingt Lehm und wir brauchen ein Glas, ein leeres. Hat jemand noch ein leeres Glas? Ich habe sogar 6 davon. Ich habe Zombies am Arsch. Das heißt, wir brauchen unbedingt Lehm, um davon Abdruck zu machen. Die kommt dann da rein und dann brauchen wir Sand. Und dann sind wir schon mal auf dem besten Weg der Besserung. Ich mache mal eine Leiter, wenn die Leiter da schon geleddert ist. So, jetzt ist hell. Langsam müssen sie langsamer werden, oder? Um halb. Werden die langsamer auch nach 10 Minuten? Um halb Minuten. 8. Ja. Jetzt sind sie langsamer geworden. Nee, kann doch nicht sein, doch, oder? Die rennen nicht. So, ich habe mal eine Leiter gemacht. Ich guck mal, was wir jetzt hier unten noch reparieren können. Wenn ihr sagt, da unten ist die Leiter kaputt. Hallo. Hallo, Krabbler. Komm runter. Ich helfe dir. Komm her. Ja, kaputt. Oh, hier fehlen echt schon die Leitern. Haben die weggeboxt? So, ihr könnt wieder hoch. Also, der Teil ist wieder gesichert. Wollen wir die Aufgaben ein bisschen aufteilen, damit wir schneller zu einem Ziel kommen? Ja. Irgendjemand müsste Lehm und dann ich hau derweil Holz. Cocaine macht Lehm, sehr gut. Ich guck schon mal nach Lehm, ja. Okay, und ich hack derweil Bäume. Und jemand müsste Sand besorgen, wenn es möglich ist. Also, dass die Bäume in einem Klotz runterfallen, ist irritierend. Ja. Das ist noch nicht optimal, sagen wir mal. Nee, ich finde das jetzt mit einzeln. Also, ich meine, okay, wer die ganz erste Folge von 7 Days aus der ersten Staffel von mir gesehen hat, weiß ja, wenn mit den runterkrachenden Bäumen war es auch nicht gerade leicht. Liebe Minias ist nämlich, glaube ich, nach den ersten 2 Minuten des Let's Plays erschlagen worden von den Bäumen. Sehr professionell. So. Ich sammle hier gerade mal den Kram ein und bringe ihn nach oben. Kann da oben nochmal bitte jemand eine Truhe setzen? Das sieht ja schön aus. Ja, mache ich. Ich komme hoch und setze eine Truhe. Ach du, man muss erst diese Rahmen hier bauen. Genau, warte. Guck, ich zeig dir das. Ja. Genau, kannst du mir mal. Hier, vor dir. Vor dir. Ah, ich sehe den Namen nicht. Okay. Und dann brauchst du. Also diese Rahmen setzt du aus Wooden Planks quasi. Und dann brauchst du eine Steinaxt, so ja, wie ich sie habe. Ja. Du brauchst Wooden Planks im Inventar. Ja. Und dann drückst du hier mal Rechtsklick drauf. So, da hast du hier die erste Stufe. Nee. Dann drückst du weiter. Dann hast du die zweite Stufe. Wenn du jetzt noch Metall hast, dann kannst du das ausbauen, dass es dann so aussieht wie hier. Ja, leck mich fett. Genau, wenn du so ein Scrap Metal in der Tasche hast, kannst du... Ich habe noch eine zweite Truhe. Hab ich. Mhm, setz die mal bitte hier neben dran. Ah, und du kannst... Ja, ich setz die oben drüber. Upgrading. So. Wow. Und du kannst auch mit der Steinaxt kannst du reparieren. Ah, cool. Ach, das geht auch. Mit den Woodplanks in der Tasche kannst du die angecrackten... Mhm, kannst du reparieren. Okay, das war jetzt selber mir neu, okay. Hammer.
Und deswegen haben wir gesagt, also das Problem war, wir haben den alten Spielstand geladen, mein lieber Jack. Aha. Und mit dem alten Spielstand ging gar nichts. Also da hast du überall schwarze Flecken gehabt, weil der Couple Stone, den machst du auch nicht mehr. Also um, ich weiß zwar gar nicht jetzt im Moment mehr, wie es noch ging. Wir haben es in der Testphase, haben wir es selber gemacht. Du musst erst ein Metallframe machen. Mhm. Dann musst du in einem Ofen Beton herstellen. Und in Verbindung mit einem kleinen Stein und aus Beton kriegst du Cobblestone. Die sehen dann aus wie wirklich so einzelne Steinklötzchen. Und damit füllst du diesen Metallrahmen auf. Und dann wird's Cobblestone. Na. Und wenn du es weiter auffüllst, also die zweite Stufe ist Concrete. Also das. Die Funtons haben. Richtig. Ja. Wir haben auch gesagt, so vielen Dank, das war's dann. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Aber das wird ja richtig dick, ja. Das wird gut. Also, das ja. Also mir gefällt das Bausystem auch richtig gut. Ja. Jackie, das ist ja? Wo bist jetzt du? So. Im Haus unten drin. Mein oh. Lieblingsjack möchte doch bestimmt ganz vorne haben. Lieblingsjack? Ne? Ja. Hallo? Das ist schon okay so, wenn sie das sagt. Hast du noch einen anderen Jack? In Verbindung mit... Hast du noch einen anderen Jack, ja. Apropos. Der Ostern mit den Eiern und so bitte weiter. Bitteschön. Grazie. Du wolltest frohe Ostern wünschen, gerade auf etwas unbestimmte Art und Weise. Ja, genau. Dicke Eier kann er mir ja nicht wünschen. Nein. Kann er schon, aber kriegt er auf die Fresse, wenn wir uns sehen, mein Freund. Was ist los? Schwierig. Cool. Freund. Nein, nur Spaß. Ja, Spaß, Spaß, Spaß. Ach, mein Lieblingsjet, guck mal, ich schmeiß dir noch was vom Dach. 576 Woodplanks. Gucke mal. Damit könntest du Wood Frames machen und damit können wir mal ein Dach über unsere, verdammt, über unsere Hütte ziehen. Also ich mach die jetzt schon mal, dann kann ich hier unten zumachen. Jack, geh mal bitte aus, geh mal aus der Aber Hütte nicht raus. Alle verarbeiten, ja? Weil die Wood Frames müssen ja auch noch aufgefüllt werden. Bitte. Hat der Jack schon einen Schlafsack? Er hat sogar zwei. Hervorragend, dann setz ihn doch mal. Alles klar. Sieh, hier kümmert man sich um mich. Ja. Einer muss da hier die Mannschaft zusammenhalten. Und wenn es die Frau ist. Und wenn ich sonst nichts mache, ne? Ich geh mal Sand holen. Ja, probier's mal. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, wie man den Sand abbauen soll, der am Flussrand liegt. Ah, okay. Das ich hab mit der Stone-Axt, hab ich hier... Stone-Axt. Mhm. Wo kann ich denn Erde sammeln, damit ich nachher ein Feld anlegen kann? Vorm Haus im Gras. Wie? Da kann ich Wieso willst du ein Feld anlegen? Du kannst doch einfach das vorhandene Feld nutzen. Und legst einfach noch eine Spur Wasser rein. Nee, da muss ich dann... Nein, das können wir nicht ernten, wenn wir Nacht haben und Zombies da sind. Das geht nicht. Wo willst du denn anlegen? Willst du die Hütte noch so groß machen? Ich hab hier einen Sand in der Tasche, aber ein Sand bringt euch nicht viel, ne? Natürlich. Naja, es einen Sand gibt, glaube ich. Nee, vier Sand geben. 16 Crushed Sand. Dann ziehe ich hier einen Graben. Ein Sand gibt, ja, vier Crushed Sand. Und was machen wir mit Crushed Sand? Gläser, dann, wenn wir Lehm haben, um da und einen Abdruck von einem, dass wir halt Gläser machen können, ja. I understand it. You know? Not. Not this. Right. Du musst ja jetzt den Mais erst oben ernten und dann unten ernten, also sozusagen zweifach. Das war das, was Cocaine vorhin erwähnt hat. Ich craft jetzt einfach mal 2 Minuten lang Woodplanks und das wird dann hoffentlich genügend Woodplanks geben, um hier die Hütte richtig auszubauen. Wer baut denn hier weiter am Haus? Ich höre irgendwas klopfen. Also ich habe hier nach 4 Schlägen habe ich den Sand abgebaut. Echt? Wer baut denn da innen weiter? Jack, vielleicht. Ja? Nein, nicht. Oh, wenn du es blinken hörst, dann baust du Metall ein. Du baust da hinten. Ja, bitte? Spar das Metall mal. Ich habe nicht Metall, ich habe kein Metall. Sollen wir für die nächste Nacht lieber einen Aufgang oder auch ein Runtergehen, also hier ein Loch in die Decke hacken, um auch von der obersten Plattform nach unten zu kommen? Ja, eine Treppe oder so wäre keine schlechte Sache. Können wir irgendwie einen Zaun bauen zum Feld und das Feld einzäunen? Geht es? Hallo? Ja. Natürlich, wir könnten das Feld einzäunen, aber wir können auch das Haus hier so erweitern und dann einen Dachgarten, einfach hier noch ein Stockwerk draufsetzen. Ja, einen Dachgarten würde ich super toll finden. Dann brauche ich nämlich keine Angst haben, wenn ich dann irgendwas mache. Oh, übrigens eine Information. Ratet mal, zu wie viel er die Woodplanks stackt. 240. 241. 250. Was? Ja, du musst sie dann einzeln wieder hochstacken. Also ich habe jetzt 250 Stacks hier in der Tasche. In der Tasche.
So, ich mache mir jetzt aber gleich nochmal eine, wenn er hier den nächsten 250er-Stack fertig hat. Ich glaube, ich habe Lehm gefunden. Haben wir einen oder Kochtopf sowas übrigens? Ich habe einen in der Tasche. Gut, weil den brauchen wir zum Wasser. Oder? Nee, wir brauchen. Den brauchst du für Golden Tea. Zum Wasser kochen brauchst du. Doch, brauchst du auch einen Kochtopf. Brauchen wir auch einen Kochtopf? Hm? Hat jemand einen? Ich hab gerade gesagt, dass er einen hat, oder? Ja, er hat einen, Wer hat einen? Der Jack? Jack hat einen. Nein, war ein Spaß, ich hab doch nicht. Was? Ja, wir machen übrigens ein bisschen längere Folgen jetzt in den Anfängen, wo wir selber noch mit dem Spiel rumkommen. Wir sind jetzt bei gut 20 Minuten, aber wir machen so 25, weil es gerade so schön ist. Oh. So, ein Spitzenstein und dann machen wir hier eine Stone. Zum Glück können sie mich nicht mehr riechen, die Zombies. Ach man, war das ein Drama. Hast du geduscht? Ja. Nee, ich habe das Fleisch in die Kisten gepackt vor 2 Folgen. Aha. Jetzt seht ihr übrigens mal das Abbauen von so einem Holz. Jetzt seht ihr hier so die ersten Risse. Da müsste die erste Stufe sein, nach der Theorie, dass er das Ding wieder in einen normalen Wood-Würfel-Blank umbaut. Und im nächsten Step dann das Frame und dann wird das Frame abgebaut. Wie macht man den Frame nochmal? Du nimmst Wood-Blanks und ordnest die an wie früher das Campfire. Also praktisch ein 9er Block in die Mitte freilassen. Ach da, so Wood-Frame. Ram-Frame. So, jetzt habt ihr gehört, der erste Teil ist weg. Kriegt man eigentlich das Material wieder? Habt ihr da mal drauf geachtet? Weiß ich nicht. Also, wir müssen mit dem Bauen echt aufpassen. Wenn du früher eben mal so ein Wood-Gedöns weggehackt hast, brauchst du jetzt ewig. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit ein Loch in den Boden zu hacken. Aber machen wir schon zu, ne? Ist das richtig? Untenrum, ja. Ja, okay. Untenrum. Untenrum machen wir zu. Ist einfach besser, wenn untenrum zu ist. Ja, es wird nicht so kalt. Ja. Untenrum. Ja. Nee, oben sollten wir auf jeden Fall auch ein Dach draufsetzen. Wobei, jetzt eine Biene kam nicht, die hat man nur gehört. Ah, mir hilft mir einer. Es hilft mir jemand, das ist gut. Oh, das braucht aber echt ewig. Das sind praktisch wie 3 Holzklötze abbauen. Ah, oh, sehr gut, sehr. Aber der hier, Frame... Der fällt hier runter, ja. Der ist hier der fällt runter, also der bleibt da halten. Das ist gut, dann komme ich auch mal runter. Dann, wir machen nochmal schnell Leitern. Der G, kannst du mir mal eben den Kochtopf rausschmeißen? Kredenzen. Kredenzen, genau. Kredenzen mal deinen Kochtopf. Licht auf dem Boden. Oh, verkackt. Schon wieder 2-mal verkackt. Ich würde gerne noch eine Ladder. Eine Ladder. Fällt das Lied ein, aber ich kann es nicht singen. Das Give me a ticket to an aeroplane. Das war der Ladder. Ja, genau. Ja, das war der Piep, aber... So, wer brauchte Clay? Kann man eigentlich schon jetzt hier schon eine Leiter dran setzen, obwohl der Block noch gar nicht... Egal, ich mache ihn doch erstmal fertig. Ja, bau erst fertig und dann... Ach, ich gehe dann noch ein bisschen das Feld abbauen, ne? Jo. Ach, irgendjemand hat gesagt in den Kommentaren, man könnte Maiskolben kochen. Ja? Ja. Ja, es kam als Kommentar, wie das halt mit so vielen Kommentaren ist, ob das funktioniert. Klingt gelogen. Man könnte Maiskolben... Falsch. Oder waren es Kartoffeln? Nee. Klingt ebenfalls trinken. Völlig falsch. Klingt. Okay. So, der Aufstand ist geschaffen. Jetzt werde ich immer, wenn jemand die Frames setzt, dann würde ich das zumachen. Aus Kartoffeln kannst du bestimmt Reibekuchen machen. Das muss als Tipp zu den Funpimps. Ja, essen die Funpimps bestimmt gerne Reibekuchen. Und so. Du have to translate it in English, du so Funpimps. You know, mit Apfelmus. Da ist the German Specialty of the Reibekuchen-Geschichte. Reibekuchen. Macht denn einfach keiner, dass da schon Ding im drin liegt hier? Was ist Dingens? Im Camp. Oh, ich hab schon wieder. Hast du schon, ein Bowl gemacht für die Gläser? Ich habe auch schon Gläser gemacht. Ach, sehr geil. Guck mal hier, der eine. Wenn du möchtest, kann ich dir meine leeren Gläser geben. Dann kannst du schon mal Wasser holen. Dann koche ich schon mal das erste. Ja. Ich komme zu dich. Komm zu mir. Also mich erinnert das jetzt ganz stark mit dem Bausystem an Space Engineers. Da ist es ja auch so im Survival-Modus, dass du diese Sachen einzeln aufbauen musst. Müsstest du jetzt haben? Ich habe jetzt... 21 müsstest du haben? Jo, habe ich. Gut. Hab ich. Map Wasser. Warte.
Da, das ist näher, da gehe ich hin. Mach ich jetzt hier zu oder wie darf ich das verstehen? Ja, kannst alles zumachen. Also, wir hatten hier eine Tür drin, die sollten wir auch nochmal raushacken. Ich glaube, da sind wir sicherer. Sag mal, ist das jetzt so, wenn die Zombies in der Nacht draußen die Türen kratzen und wir sehen so die Cracks in der Wand, können wir sie praktisch mit der Axt nachheilen? Ja. Okay, dann mach ich jetzt zu, ja. Machen sie mal zu, ja. Ich hab jetzt zugemacht. Hast du zugemacht, gut. 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 Was ist ein Nightstand? Das ist dieser Nachttisch. Das ist ein Nachttisch, ja. Den kannst du craften? Ja, ja. Steht hier, ja. Aber schon in der alten Version, also. Ach so, okay. Wahrscheinlich nur aus Woodplanks. Bitte was? Den Rest der Möbel kannst du nicht craften, oder was? Nö. Ich hab das richtig verstanden, dass jeder ein Bett hat da oben, oder? Ja. Ja. Nur positiv. Ich finde es echt interessant. Ich finde, es hat jetzt viel mehr diesen Faktor von, wir bauen uns wirklich was. Also anstatt irgendwie Minecraft-mäßig Klötzchen hinzusetzen. Ja, das wollte ich vorhin auch sagen. Das ist halt wieder so ein Punkt, wo das Spiel sich so ein bisschen von dem Minecraft entfernt. Ja, aber gut. Also positiv. Ja, absolut. Positiv. Jetzt machen wir hier noch zu. Hier also noch zu eben, dass die wirklich sagen, wir machen unser Ding und die Jackie Leute, die dann ist jetzt immer noch sagen, ja, das ist ja voll der Minecraft-Klon, die, ja, naja, sage ich nichts dazu. Nein. Jackie, könntest du bitte mal hinter dir hier die Tür zumachen? Ja, kann ich tatsächlich noch. Ich habe noch 3 von the wood frames in the Tasche. Das ist gut. Und dann bauen wir oben das Dach weiter. Ja, wir haben schon wieder eine etwas längere Folge diesmal, aber ich denke jetzt in den Anfängen der neuen Version ist das vielleicht für euch auch interessant, einfach da so ein bisschen zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und wie lange es überhaupt dauert, hier sowas zu bauen. Aber man hat vielmehr das Gefühl, dass man hier was geschaffen hat, wenn man so ein Hütchen hochzieht, als dass man Klötzchen aneinander reiht. Ja, du hast viel mehr von. Ich finde es cool. Ein anderes Gefühl, also, ja. Und vor allem, das Bauen wird auch mehr so ein Gemeinschaftsprojekt. Weil du sagst, der eine zieht schon mal das Gerüst quasi hoch, die anderen ziehen danach mit Holz und absolut, ja, absolut. Schon, ja, schon ganz cool gemacht. Und die eine gibt mir doofe Kommentare von sich. Was du jetzt gesagt? Ja, aber ist so. Ich kann ja nichts. Ich habe ja die Einführung eben verpasst. Nichts, den eigenen Scheffel unter dem Geld, du verstehst. Doch. So, ich hole jetzt was. Wir sind am Ende einer Folge, fast 28 Minuten eine neue Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da. Schreibt mal eure Kommentare zu dem neuen Bausystem. Eure Kommentare, eure Meinung zu dem neuen Bausystem in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüssing. Tschüss.